Aus meiner Sicht lautet das Motto des letzten Handelstages vor Weihnachten ziemlich viel heiße Luft und das in mehrerer Hinsicht. Und das wollen wir uns in diesem Video kurz mal anschauen. Es fing heute Nacht an, deutscher Zeit, mit der heißen Luft von Donald Trump. Ja, jetzt will er 2000 Dollar Schecks. Er will einige unnecessary items aus dieser Stimulus-Geschichte raus haben. Eben jener Stimulus-Deal, den er verhandeln hat lassen mit Steve Mnuchin. Jetzt kommt er zwei Tage später, nachdem dieser Deal steht, und sagt, oh, passt mir doch nicht, ist ein bisschen schwierig. Aber vor allem die Frage ist, was ändert das? Das ist eigentlich ziemlich viel heiße Luft, um es klar zu sagen. Warum macht er das? Vielleicht gleich noch ein paar Motive. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte das schnell ein bisschen abgeschüttelt haben, weil man sich sagt, ja, okay, es ist nicht wirklich ein großer Deal. Es ist nichts wirklich, was substanziell jetzt etwas verändert. Warum ist das so? Weil selbst wenn Donald Trump hier insistiert, wird das nicht viel ändern. Denn es ist so, er müsste sein Veto einlegen. Okay, aber es gibt im Senat und im Abgeordnetenhaus eben mehr als zwei Drittel Mehrheiten für dieses Stimuluspaket. Dann könnte er ein sogenanntes Pocket-Veto machen, also praktisch die ganze Geschichte einfach so in die Tasche stecken und nicht unterschreiben, womit diese ganze Geschichte sich verzögert. Aber sie verzögert sich eben maximal bis zur Amtsübernahme von Joe Biden, und das ist am 20. Januar. Das heißt, maximal 4 Wochen ist das Ganze als Aufschub denkbar. Aber das könnte doch einen kleinen Unterschied machen, denn wir sehen, dass um und bei 12 Millionen Amerikaner, die würden jetzt in 4 Tagen praktisch die Hilfen verlieren, die Unemployment Benefits, und wenn die jetzt wirklich bis 20. Januar warten müssen, dann säßen die einen Monat auf dem Trockenen, auf Deutsch gesagt. Das wäre für die schon eine ziemliche Katastrophe, und das angesichts solcher politischen Spielchen, naja, das ist schon eine schwierige Geschichte. Warum macht Trump das? Wir haben hier zum Beispiel die Situation, Biden wird das sowieso unterschreiben. Aber warum macht er das? Was ist da los? Es ist natürlich auch eine Attacke auf Mitch McConnell, den Führer der Republikaner im Senat, den Trump ja, naja, so ein bisschen indirekt als Verräter bezeichnet hat. Mitch war der Erste, der das Boot verlassen hat, hatte Trump ja kürzlich angedeutet. Also Mitch McConnell akzeptiert eben die Wahlniederlage, Donald Trump tut das nicht. Und jetzt ist Mitch McConnell natürlich in einer blöden Position. Die Demokraten sagen, ja super, 2000 Dollar für die Amerikaner, das ist doch wunderbar, wollten wir doch sowieso. Aber die Republikaner wollen es eben nicht und Mitch McConnell will es nicht. Und das ist jetzt das große Problem. Es ist eine Spaltung der Partei, die da so ein bisschen droht. Und es ist natürlich auch schlecht angesichts der Senatswahlen, dieser Nachwahl am 5. Januar in Georgia, die darüber entscheiden wird, ob der Senat vielleicht nicht doch noch die Chance hatte, demokratisch zu werden, womit dann die Republikaner wirklich diese Wahl krachend verloren hätten, nämlich ein demokratischer Präsident. Das Abgeordnetenhaus bleibt demokratisch, auch wenn der Vorsprung knapper geworden ist, und der Senat wäre, wenn beide Sitze in Georgia gewonnen würden, durch die US-Demokraten dann auch demokratisch, weil eben dann die Verteilung 50-50 ist. Und dann die Vizepräsidentin Kamala Harris das Zünglein an der Waage sein könnte. Und wir sehen, naja, es wird langsam eng für die Amerikaner. Wir haben heute Personal Income gesehen, wieder mal rückläufig. Also die Einkommen der Amerikaner, die gehen jetzt zurück, nicht so gut für den Konsum. Und die Frage ist generell, naja, diese ganzen Stimulusgeschichten, diese ganze Schuldenaufnahme. Man braucht inzwischen, sage und schreibe, 7 Dollar. Um 1 Dollar Wachstum zu erzeugen. Das ist keine wirklich gute Entwicklung, muss man sagen. Seit den 1980er Jahren, wie ich wiederholt in dem wichtigsten Chart gezeigt habe, steigen ja die Schulden schneller als die Wirtschaft. Und jetzt, je länger die Zeit ins Land geht, umso ineffektiver wird die Schuldenaufnahme. Man bewegt immer weniger, wenn man Schulden aufnimmt, wenn man Geld in die Hand nimmt. Das ist das große Problem. Das ist das strukturelle Problem, mit dem wir und wahrscheinlich unsere Kinder und Enkel zu tun haben werden. Und es gibt noch ein anderes Problem, und das ist auch viel heiße Luft, nämlich den Unterschied zwischen berührbaren und nicht berührbaren Vermögenswerten oder Vermögensgegenständen, auf Englisch tangible and non-tangible assets. Und wir sehen, 1975, da war es so, dass diese materiellen Vermögensgegenstände, also das, was man anfassen kann, das sind Gebäude, die Ausstattung von Firmen, also Computer, die ganze Geschichte, Land, was zählte noch dazu? Inventory, also die
die Lagerhaltung. Das hat damals 1975 noch 83% des Wertes einer Firma ausgemacht. Nur 17% waren sozusagen intangible Assets, also nicht greifbare Vermögensgegenstände. Was sind nicht greifbare Vermögensgegenstände? Also non-tangible Assets, das ist zum Beispiel Software, das sind Kundendaten, das sind Patente, das sind eben ideelle Werte. Und bei ideellen Werten ist es generell so, da ist die Bewertung ein bisschen schwierig. Die ist relativ. Wenn ich ein Haus hier stehen habe, dann kann ich sagen, okay, das ist der Marktpreis für ein Haus um und bei der Lage. Das ist einfacher zu machen, als wenn ich jetzt ideelle Werte habe, wie zum Beispiel, wie viel ist meine Marke wert? Das sind Dinge, die sich ja schnell verändern können, die möglicherweise einem steten Wandel unterzogen sind. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, sehen wir, dass seit 1975 das sich wahnsinnig geändert hat. Inzwischen sind 90% des Werts eines Unternehmens sind sogenannte Intangible Assets, also nicht berührbare, nicht materielle Vermögenswerte. Und nur noch 10% sind eben Tangible Assets. Das ist dieser radikale Wandel, der stattgefunden hat. Und da ist natürlich viel heiße Luft drin oder viel Potenzial für heiße Luft, sagen wir so, bei Marken, bei Patenten, bei Software. Wie viel ist das eigentlich wert? Das ist natürlich viel unkonkreter als eben bei wirklich sehr konkreten Gegenständen. Und ein Beispiel für viel heiße Luft ist auch die Aktie von Nikola, dieser Hersteller von Elektronik-Lastwagen. Und hier gibt es eine schlechte Nachricht nach der anderen. Seit Juni ist der Kurs hier zum sage und schreibe 84% gefallen. Hier sieht man, wie schnell sich solche Bewertungen in Luft auflösen können. Und apropos Blase und heiße Luft, dann muss man natürlich auch über Tesla sprechen. Wir sehen hier ja die Marktkapitalisierung von Apple, die weit über 2 Billionen Dollar beträgt. Tesla ist immerhin bei 600 Milliarden, Volkswagen bei knapp 100 Milliarden. Und jetzt hat heute der CEO von Volkswagen gesagt, ja, also das ist natürlich schon eine große Gefahr, wenn jetzt eben nicht traditionelle oder nicht traditionelle Autofirmen zur Konkurrenz werden in diesem Bereich. Aber man darf eins nicht vergessen, Apple hat ja schon vor Jahren gesagt, man will in diesen Markt einsteigen, dann hat man das Ganze wieder gecancelt, jetzt fängt man das Ganze wieder an. Das ist nicht wirklich ein Geschäft, das so unglaublich margenträchtig ist auf der anderen Seite, und dann haben eben andere einen Vorsprung. Die traditionellen Autobauer haben eben schon Elektrofahrzeuge, all das wird Apple nicht gleich schultern können, das wird jahrelang dauern, das wird viel Geld verbrennen, bis da eventuell mal Geld verdient wird es Jahre dauern. Also warum Apple da so gefeiert wird, verstehe ich auch nicht so richtig. Aber dass Tesla nicht der Dominator in diesem Bereich sein wird, das zeichnet sich sowieso klar ab. Aber bei den Amerikanern ist eben viel, viel mehr heiße Luft in der Bewertung. Jetzt sagt hier Jefferies, diese amerikanische Bank, naja, da ist insgesamt ein bisschen viel heiße Luft im Spiel. Wir haben einen Optimismus, der schon ein bisschen überbordend ist. Messerscharf beobachtet von dieser amerikanischen Bank. Respekt, muss ich sagen. Und es ist typisch, wie ja die ganze Geschichte gelaufen ist. Die Gewinne, so ist es auch heute im Prinzip, entstehen overnight aus Sicht der Wall Street, also nach Börsenschluss und vor Börseneröffnung. Wir sind jetzt seit März, haben wir einen Anstieg von über 53% After Hours, also nach Börsenschluss und vor Börseneröffnung. Und während seit dem 26. März, als es ja eigentlich nur nach oben geht für die Märkte insgesamt, wären wir sogar negativ beim S&P 500, wenn man gekauft hätte zu Handelsbeginn und verkauft hätte zu Handelsschluss. Also wir sehen, da ist das eigentliche Geschehen passiert gar nicht mehr an der Wall Street, was die faktische Kursentwicklung betrifft, sondern davor und danach, nach Kassaschluss also und vor Kassaeröffnung. Das ist ein Muster, das heute auch wieder wunderbar gegriffen hat. Und viel heiße Luft auch in Sachen Brexit, Fragezeichen. Jetzt melden viele schon, ja, es steht unmittelbar davor, man will jetzt unbedingt noch vor dem 24. hier die Geschichte doch in trockene Tücher bringen. Die Leute haben keine Lust, am Montag und Dienstag nochmal zu erscheinen. Man sagt, ja, wenn es nötig ist, dann machen wir das. Aber ist das wieder viel heiße Luft? Die englische Verhandlungsseite scheint da etwas weniger optimistisch, aber wir werden sehen, das ist natürlich ein großes Thema. Und ein ganz großes Thema könnte werden, dass jetzt eine weitere größere Mutation des Coronavirus aufgetaucht ist. Matt Hancock aus UK hatte das gesagt, die noch ansteckender sein soll als die jetzt kürzlich entdeckte erste größere Mutation. Offenkundig kommt diese zweite Mutation, so muss es heißen, aus Südafrika.
Also, da ist offenkundig jetzt eben das Problem, dass diese Mutationen plötzlich deutlich zunehmen. Und die Grundfrage ist, da zeigen sich alle optimistisch, dass man sagt, ja, die Impfungen, die helfen eben auch gegen die Mutationen. Aber es ist eben noch nicht belegt. Da besteht ein Restrisiko für die Märkte. Und die Briten müssen jetzt reagieren. Heute, by the way, die höchste Zahl ever in die UK, was das Coronavirus-Infektionsgeschehen betrifft, über 39.000. Das deutet darauf hin, dass eben die Infektionsstärke dieser Mutation doch größer ist, offenkundig. Deswegen diese hohe Zahl. Jetzt werden 40% von Großbritannien werden bald in diesen Tier 4 Lockdown gehen, also mehr oder weniger Ausgangsverbot, Reiseverbot etc. Das wird also fast jetzt die Hälfte der Briten demnächst betreffen. Was haben wir noch? Wir haben Marcel Fratscher, meine Damen und Herren, der möchte sich mal herzlich entschuldigen und ich finde, das ist gerechtfertigt, dass der Marcel sich mal entschuldigt. Das ist einfach mal überfällig gewesen für so viel Quatsch und so viel Stuss, was der Mann in diesem Jahr fabriziert hat. Da muss mal eine saftige Entschuldigung her. Ich jedenfalls wünsche Ihnen jetzt schöne Weihnachten. Genießen Sie, auch wenn es natürlich besondere Umstände sind, die Weihnachtsfeiertage. Wenn Sie wollen, sehen wir uns am Montag wieder. Ich sage erstmal Servus und Ciao.